Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Leute da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SnowRunner. Auch mit dabei ist heute wieder der Kossi. Tachchen. Tachchen. Wir haben uns heute überlegt, wir machen jetzt erstmal das Winterlager. Und zwar hat nämlich der Kossi auf seinem Spielstand ein kleines Problem. Und zwar wollte er diesen Wartungsanhänger von hier rüberholen. Und nach dem Portal ist das Spiel abgestürzt und sein Anhänger ist im Wasser gelandet. Zu diesem Thema mache ich euch am Ende der Folge nochmal einen Screenshot. Ob das ein Bug ist, ne, wissen wir nicht. Vielleicht wisst ihr was und wenn ihr irgendwas wisst, könnt ihr ja einfach mal einen Kommentar da lassen. Vielleicht habt ihr ähnliche Probleme. Ne? Ansonsten würde ich sagen, fahre ich jetzt mal los. Kossi ist schon drüben und holt jetzt die Ersatzteile. Und warte denn auf dich? Ja. Der Praktikant muss halt immer ein bisschen mehr arbeiten. Was kann? Aber Immer schön ruhig mit den jungen Pferdchens. mal zugucken. Ja, leider hatten wir schon, glaube drei vor zwei Folgen hatten wir eigentlich schon wieder vorbereitet gehabt, haben sie aufgenommen und jeweils zweimal hat Ich uns habe übrigens einen Anwendungsfehler. du hast schon wieder einen Anwendungsfehler? Ja. Das geht ja schon wieder gut los. Das ist genau. Nee. Wir waren in Alaska unterwegs und waren genau das gleiche. Na, so ist ja mein Anhänger im Wasser gelandet. Naja. Kilometer weit weggeführt von der Straße. Sag's mir Bescheid, wenn ich dich wieder einladen kann. Ja, natürlich. Weil das nimmt ein bisschen die Spaß an der Freude an dem Spiel. Also das mit den Anwendungsfehlern hier. Das ist ja schon bald nicht mehr schön. Na, ich sende ja immer den Fehler mit Videobeweis. Also ich hoffe ja, dass sie das denn auch irgendwann mal sich angucken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, Also dann irgendwas fällt muss. uns den. Der Anhänger ist ja deswegen vielleicht weggeflogen. Oder whatever. Naja, wir kicken mal, ob wir jetzt, wie es jetzt bei uns läuft. Ich hoffe ja für uns oder dich besser gesagt, für deinen Spielstand sozusagen, dass es da natürlich nicht so bescheiden läuft wie bei mir, dass das Ding einfach weg ist. Sondern dass es natürlich für dich gut erreichbar bleibt. Im besten Fall. So, ich bin dann auch wieder in dem Titelbildschirm. Du könntest mich also dann auch wieder einladen. Das Du ist mir doch ein wartest. Vergnügen. Das hoffe ich doch. Oh, da kam eine Einladung.
Halt, ich wollte ja noch Metall holen, ne? Ja, halt wolltest du. Jetzt starte ich auch noch einen Black River. Möglich nicht. Ach so, das bist du. Überhaupt einen Anhänger bei? Ja, gleich wieder. Ich hab Was den für jetzt eine bloß schnell Idee. abgekoppelt. Ach, da hast du ihn. Fuck. So, angekoppelt habe ich ihn. Hast du dich jetzt rüber beamen lassen oder bist du noch hier beim Ich hab mich rüberbieben lassen, warum? Naja, nicht, dass von Brauchst du hinten wieder Hilfe? irgendwas angeflogen kommt, weißt du, und hupt wie ein Verrückter. Nee, nee. Das könnte ich aus dem ja nicht sein. Nee, Dumm du war nicht, ich. ne? Bin da ganz fein. War immer sehr solide und ordentlich. Und jetzt soll ich dir so glauben, ja? Ja. Wo bleibst du? Ich bin gleich an der Sperre. Also hier am Portal. Okay. Na, das freut mich doch. Gucken wir jetzt erstmal an, was die Körperpreise haben. An Ausstattung. Gute Hast du Leder auf denn? jeden Nee, Fall. hast du noch nicht abgegeben. Warte. Die Aber du bist ja, Fahrzeugersatz? du bist auf dem Weg jetzt dahin, ne? Ja. Wie soll ich denn die abgeben? Ich bin gerade erst wieder reingekommen, Keule. Naja, dachte, du bist immer so schnell. Guck mir gerade lieber meine Lederausstattung an, die Kerl. In meinem schönen LKW ab. Neun schönen LKW? In meinem schönen LKW. Dachte, du hast neun gekauft, weil du der Chef bist. Und du so viel Schotter hast. Viel Schotter, ich hab bloß 125 km. Oder irgendwie so, ne. Geh ich doch ein bisschen mehr.
Oh, entschuldige, 145,8. Knapp 145. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben. Wir sind nämlich am Überlegen, uns einen Schwertruck zu holen oder einen Heavy Duty Truck. Und sind uns da aber nicht irgendwie schlüssig. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Vorschlag, wo ihr sagt, oh, damit seid ihr zufrieden oder holt euch mal den, probiert das mal. Oder wir müssen halt noch warten, bis wir ein bisschen aufgelevelt sind. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade an der Werkstatt. Du bist schon in der Werkstatt? Ja? Mhm. Wo soll ich denn sonst sein? Pass lieber auf nicht, dass du da hinfällst, wenn du hier so schnell fährst. Ich fahre nie schnell. Das merke ich. Achtung! Mach keinen Scheiß! Du warst mir eindeutig zu langsam. Das ist ja schön, dann halt jetzt ein Guide vorne. Wenn du den Weg nicht kennst, irgendwie. Wie, da müssen wir jetzt lang? Ja. Wie gedacht. Den ist den Zuckerschlecken. Ich hab gedacht, wir fahren erst geradeaus und dann hinten. Oh. Also, du hättest auch anders fahren können, so ist es nicht, aber. Ist für mich der schnellste und sinnvollste Weg. Denk zu schnell und sag Bescheid. Alles gut, noch komme ich voran. Was habe ich auf dem Tacho? Ah ja, Zähne. Hier ist eine Wenn Aufgabe. überhaupt. Ich wollte nur mal die Aufgabe an. Hinter mir irgendwo. Du hast mich schon überholt. Ach nee, du bist da hinten. Willkommen, soll ich dir helfen? Soll ich dich bergen? Nein, nein, nein. Es Was läuft ist noch. das? Fahr mal einen Lastengang, damit du eine Chance hast, hinterher zu kommen. Das ist aber nett von dir. Ja, ist nicht ganz so mein Jahr. Naja, verbraucht doch ein bisschen weniger Sprit im Lastengang. Aha. Bin bei 9. Ich gehe jetzt mit der 5 mal kurz. Nehmen lassen wir mal einfach den Spaß. Braucht die volle Action. Genau, ohne Rücksicht auf Material des LKWs. Was für Material des LKWs? Federn, Reifen, Motor, Getriebe. Halt alles noch keinen Schaden.
Button. Im Fahr mal. Weiterfahren. Kommst du hoch, ja? Sieht gut aus, ja. Das freut mich. Warum sollte ich nicht? Aber dir wissen wir ja nicht. Das ist aber hier wieder eine Schlammschlacht. Ja, das wäre jetzt auch noch cool, wenn er jetzt wirklich, jetzt wenn ich dir hinter dir herfahre, dass an der Frontscheibe der ganze Matsch kleben bleibt. Das wäre auch noch so ein super Gimmick. Warte mal kurz. Mal kurz gucken, ob ich dein Stück nicht mehr. Ich würde mich ja eher freuen, wenn ich so mal wieder freigeschaltet wäre. Ja, das wäre schon schöne Sachen, die man hier noch mit einbringen könnte. So, ich warte hier kurz auf dich. Oh, du bist ja schon da. Ja. Der Motor wieder an. Da müssen wir jetzt rum. Kommst du rum, oder soll ich dich anwenden? Nö, nee, alle gut. Ich hab einen CE-Führerschein, ich weiß, wie man sowas macht. Ja, nicht in echten Führerschein. Na, aber sowas von. Dessen darfst du jetzt Bagger fahren, ja? Bagger fahren. Also mal würde ich es gerne machen, ja. Aber wer will das nicht? Aber ich glaube, beruflich würde ich das nicht machen wollen. Man kommt hier super durch, keine Angst. Ja du, ich hab noch einen Hänger dabei. Ach so, das meinst du hier. Jo. Wie sehr hast du dich geschafft? Ja, aber sowas von. Bist du denn schon mal Bagger gefahren oder sowas? Radlader, einen großen? Nee. Hatte ich leider noch nicht Glück zu. Aber natürlich, wer will nicht gerne Bagger fahren? Hast du schon mit der Aussage vollkommen recht? Nein. So. Hier warte ich mal nochmal auf dich. Nicht wundern, da könntest du kurz irgendwo in Schieflage geraten. Da musst du nicht aufpassen. Ein bisschen ist gut. Aber du hast ja hoffentlich eine Winde bei. Eine Winde, ja, aber es ging dran.
Benzin rein. Ja, mein Hänger hinten kippt gleich. Den Stoff, den fällt er auch nicht. Dann tariert er sich aus. Ich hätte ja nicht nach hinten kicken sollen. Das ist sowieso immer bei dir ein Fehler. So, ich hab meins abgeben, so wie bei mir auch war. Jo, dann kicken wir mal. So, ich bleib jetzt hier auch extra am Randchen, damit du ja Platz hast. Kannst ja mal kicken, was auf den Hänger da drauf ist. Willst du wirklich wissen? Ah. Metall. Hm. Mal, um genau zu sein. Ja, na klar. Bei dir. Mann, ey, wirklich. Könnt abkürzen. Kann ich jetzt eigentlich einlagern, also dann für Bohrung, aha. Was ist denn das da für ein Werkstattzeichen da? Was, ach, was kannst du hier auch laden? Ja. Ersatzteile für Bohrung, okay. Bevor willst du leer fahren oder wollen wir uns den Lader, Tieflader hier mal mitnehmen zur Werkstatt? Was hältst du denn davon? Ah, jetzt weiß ich, was das hier ist. Hier kannst du den Truck reparieren lassen. Okay. Den soll ich jetzt mitziehen. Ja. Der Hütchen ab. Bringst du den einfach in der Werkstatt? Einfach hat ihn. Ach so, warte mal kurz. Wie viel Sprit hast du noch bei? 202. Dann warte mal, heb mir mal noch ein bisschen was ab. Oh, das leckt gerade hier tierisch. Weil du schon die schlechte Verbindung hast. Jetzt weg. Geh mir lieber aus dem Schlamm. Warte mal kurz. Ich will mal kurz gucken. Steinbruch, der war doch hier auf dem Rückweg, ne? Wir sind jetzt hier oben. Ach, habe ich verwechselt. Der Steinbruch ist ja hier unten. Also ich weiß zwar nicht, in was für einem Scheißloch ich hier stecke, aber mir mal am Arsch. Na sage mal. Ja, das weil wir könnten nämlich mit dem Anhänger könnten wir theoretisch viermal Ziegel holen. Für den. Ach so. Ja. Was hab ich denn hier für eine Dings jetzt drin? Wir wollten doch Materialbestellung machen, ne? Ja. Genau, ich fahre nämlich zum Steinbruch, bringe nämlich die Metallplanken weg und hole dann nämlich gleich die Betonplatten. Du müsstest dann bloß zweimal Verbrauchsgüter zum Hauspriester, Haus des Priesters bringen, wenn du da ankommst. Ja, aber ich lasse den Anhänger wahrscheinlich hier stehen. Geht nicht, oder was? Kriegst du nicht weg? Ach, kannst vergessen. Na klar, jetzt bringst du auch geht nicht, dann läuft das Ding wieder. Ach so, danke. Oh, jetzt steck ich fest. Gibt's ja nicht. Ja. Ich steck mit dem Anhänger fest zusammen. So soll ich dich jetzt bergen lassen?
Wäre nicht schlecht, ja. Immer mit Profis. Denn wird hier so schlammig. Was hast du denn hier gemacht? Ja, nicht der Regen, das siehst du da. Aber ich hab Ketten drauf. Und hab so psychische Probleme. Mal hier rüberfahren. Vielleicht ist da nicht mehr so. Ich sehe jetzt im Haus des Priesters. Warte, 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 warte mal. Oder jetzt habe ich mich. Oh. Den Anhänger lässt du stehen, ja? Ja. Brauchen wir wohl einen größeren Truck. So, kommst du hinterher oder wie ist das? Ja, ja, sieht gut aus. Das war ein ganz schöner Wackel hier. Ne, die Verbrauchsgüter, ne, musst du holen. Ne, die von der Fahne, ja. Was denn hier passiert? Ich habe jetzt nur 98 Liter. Na, du hast mir noch was abgegeben. Ja, da war ich bei 155. 150 Liter. Ich hab kurz ein bisschen Sprit sparen fahren, tut mir leid. Irgendwie ist es nicht deine, ist eigentlich deine Geschwindigkeit, aber die geht leider nicht an. Warte mal, ich kick gerade nochmal, aber ich komme hier nirgendwo an der Tankstelle vorbei. Ich beschleunige hier wieder. In der Hoffnung, dass ich da schneller zur Tanke komme. Ja, müssen wir doch mal überlegen, ob wir uns einen großen, schweren Truck holen, wa? Aber das Schlimme ist halt, du kannst halt da auf eine Sparrunde wirklich. Ja, dafür haben wir ja die anderen. Die hier zum Beispiel. Dann haben wir noch den Vlies da. Ich meine, jetzt guck mal, jetzt, wenn wir jetzt. Das wäre cool gewesen, jetzt den Anhänger mit beizuhaben. Welchen Anhänger bei zu haben? Na, den wir jetzt versucht unten nicht weggezogen gekriegt haben. Ja. Und du hast ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt schon mal den hier. Du hast noch Ketten drauf. Du musst ihn jetzt abbiegen. Ich biege jetzt links ab. Vor. Geht weiter. Warum hast du nicht abgebremst? Alles gut. Ich musste schnell was machen.
Ja, gut, genau. Ey, du wachst richtig gerade rum. Na, meinst du, was bei dir vorhin war, wo du den versucht hast, den Anhänger anzuziehen? Da brauchst du Güter, ja? Ja. Machen wir jetzt das Notwendigste? Nee. Materialbestellung. Materialbestellung. Hey, du kannst jetzt alle machen, ne? Du kannst jetzt hier jede Aufgabe von denen beenden. Außer Arbeit. Für echte Kerle muss für Spritbestellung gemacht werden. Aber sonst kann sie jeder Aufgabe machen. Aber wirklich. Bei mir. Na, na, na. Das ist auf der Arbeit. Nein, 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 nein. Oh. Hast du viel Schaden gekriegt? Schaden habe ich kaum. Ich liege bloß auf der Seite. Sieg. Lieber, lieber Kossi. Wer schläft jetzt hier auf der Arbeit? Ecke. Ja. Man kann ja nicht hingucken, so wie das leckt gerade, ey. Der leckt, ich stecke im Loch fest. Nee, der ruckelt total. Dafür ich nichts können. Ach, ich muss ja Motor anmachen. Jo, kann's sein lassen. Ich lass mich bergen, ich brauch einen Kran. Schönen Dank. So. Ich hoffe, du kommst denn her und bergst mich. Ich hab mich schön wegen dir festgefahren. Bin gleich da. Und denk bitte dran, den anderen Truck hier ein bisschen neben zu stellen. Ach, du hast dich ja bergen lassen. Na, ich brauche den Kran. Ich hoffe, du bringst mir Sprit mit. Ich bin jetzt wieder voll. Könnte mich über mich selbst geborgen. Was hast du denn im Ding? Warum bist du denn schon wieder auf der Seite? Ist das dein Ernst? Was machst du denn? Basti. Wirklich? Alles war ein schöner Treffer. Aber kein Schaden genommen. Muss ziemlich Nee! gerade. Nee. Ach komm, hör auf, das ist doch ungerecht. Na, dann muss ich Einmal nur mal. auf die Seite, bitte. Was machst du denn? Du standst bei mir. Oh, mach noch mal. Ja, du Müder. Ja, du frisch. Ach
Was machst du denn da? An dir vorbeifahren, das zieht dich gerade. Also, es sei denn, dein Truck fällt wieder zweimal um. Oh, falsche Taste. Ach, zweimal falsche Taste, okay. Ah, er kickt mir halt mal von innen an. Bleib stehen. Ja, ich hab keinen Motoranhänger. Ich muss nachtanken. Ach so. Na, kommst du nicht mehr zur Tanke oder was? Ach. Aber zu gut. Ich hab bloß noch 39 Liter. Ja, wieso ist da bloß noch vorne rechts abbiegen? Nee, aber nimm dir ruhig was. Nee, wenn ich schreie. Jetzt hast du verkackt. Schön, aber mein Tank in defekt gemacht hier. Ein. Warum? Mann, ja, natürlich. Na, ist ja nicht schlimm. Dafür lag ich nicht im Dreck. Zweimal. Verstehst du? Ja, ja. Aber wie kann denn passieren, wenn ich dir vorne in, sozusagen in kühler fahre, dass du so wegfliegst? Keine Ahnung. Der geht ja gar nicht. Voll dunkel schon drauf. Und jetzt hier schon wieder 23 Uhr. Also bei mir ist noch hell. Gerät von einem echten Leben. Nee, Junge. Aber ist okay. Manche Leute haben halt Denkschwierigkeiten. Du Basti. Ja, ja. Ich bin jetzt schon zweimal rechts abgebogen und die Tankstelle ist immer noch nicht hier. Was erzählst du mir denn eigentlich, Praktikant? So klappt es nicht. Ja, ich und mein Kran wären nie beste Freunde. Warum? Ach, keine Ahnung. Du musst aber auch darauf achten, dass wenn du 3 drückst, um die Stelzen auszufahren, dass du auch erst wirklich loslässt, wenn die stehen, ne? Ja, ja. Das ich auch ganz oft. Sonst schweben die da halt in der Luft und das ist wie, als wenn du keine aufgestellt hättest. Hatte ich auch schon ein paar Mal den Fall. Ja, aber was ich nicht verstehe, ne? Die Ware ist hier, ne, wie man sieht, ja, mit 3 Gurten befestigt. Keine Kanten schon darüber, gut, kann man sich drüber streiten. Anti-Rutschmatten liegen auch nicht drunter. Warum jedes Mal die Ware immer abhautet, ist, ist nicht schön. Naja, jetzt gehen wir einfach mal vom echten Fall aus. Also wenn dein, wenn du mit deinem LKW umfällst und Ware drauf hast,
Liegt deine Ware immer noch da, wie als wenn dein LKW normal steht? Theoretisch ja. Hast du das schon mal ausprobiert, ob so Nein. praktisch so ist? Nein. Weil Solltest mein du Chef, vielleicht mal machen. weil mein Chef gesagt hat, der Spiegel ist so teuer. Das ist ja nicht mein Problem. Muss mal sagen, Chef, ich muss noch mal ausprobieren. Ich spiele SnowRunner. Da ist es immer so. Jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Und dann wirst du sehen. Da wird es genauso sein. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin gerade auf dem Damm. Ach. Ach so, jetzt kann ich das ja mal zeigen, bevor wir das nachher nochmal. Da hinten, wo die Insel ist, da ist Cossi sein Wartungsanhänger, den wir vorhin abgegeben haben, versenkt. Und das Problem ist, haben wir gedacht, naja, dann kaufen wir uns einen Wartungsanhänger und stellen den dahin. Hat nicht funktioniert, wa? Nee. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Okay, lange. Hab jetzt nicht auf die Uhr gekickt. Na, aber nimmt die denn jetzt immer noch auf, Ja, der ja, ja, PlayStation? ja. Also sozusagen bist du sagst, ich möchte nicht mehr aufnehmen, oder wie? Dass ich dir sage, Tschüssikowski, jetzt ist Feierabend. Nee, also den Auftrag will ich hier unbedingt jetzt noch fertig machen. Ja, ne, machen wir. Ich bin jetzt gleich am Steinbruch. Möchte meinen Auftrag hier noch beenden. So, jetzt muss ich erstmal kicken. Ach, da muss ich runter, gut. Warst du schon mal hier am Steinbruch? Ja. Schön da, ne? Schön romantisch. Weiß, wie bescheiden es da ist. Aber ich glaube, da müsste auch ein Anhänger stehen mit B-Frachtcontainern, ne? Ich krieg dann mal, ich muss erstmal hier die Ja, erste Po. den kannst du theoretisch mal rausziehen. Ich muss jetzt erstmal hier sehen, dass ich die Kurve vernünftig kriege, ohne dass der LKW mir umkippt hier. Wieso fährst du denn lang? Den langen oder den kurzen Weg? Soll ich lieber den lang fahren? Also ich bin immer den langen gefahren. Ja, okay. Bin den kurzen nur einmal mit dem Scout darunter gefahren und sonst nicht. Weil es mir zu riskant war, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Oder zu heikel, wie auch Ja, immer ich man habe das jetzt sagen möchte. zweimal angesetzt und naja. Vor allem müsstest du ja rückwärts mit dem LKW wieder runterfahren, damit du vorwärts vorankommst, denn da auf der zweiten Ebene sozusagen, auf der nächsten Ebene. Und ich glaube, das ist gar nicht so gut. Außer es gibt natürlich auch schmalere LKWs. Ja. Muss ich jetzt hier links? Oder kann ich jetzt hier immer im Kreis fahren? Achso, Du die kannst zweite am Kreis. Abkürzung? Achso, das meinst du mit rückwärts runter, ne? Die zweite Einfahrt dann.
Kommt doch an, aus welcher Sicht du das siehst, von wo du kommst. Na, wenn ich jetzt, na, ich kann ja jetzt da weiterfahren. Und irgendwann komme ich ja da an. Ach, ich kick mal. Oh, Cashflow. Ich bin jetzt von der Tanke schneller bis hier nach oben zu dem komischen Haus des Fritzes gefahren, um Kraftstoff abzugeben, als du da den Scheiß da abzugeben. Ich lasse mich jetzt aber bergen. Fahr ich noch ein bisschen. Na, Betonplatten kriege ich doch hier unten, ne? Hilft nicht. Fahrt aus dem Kopf. Glaube, ich bin jetzt im Kreis gefahren. Das Ufer ist schön. Komm ich denn da hin? Rückwärts fahren. Ja, was ist mit dem Anhänger, den soll ich mitbringen, oder was? Mit dem Naja, den Kon. bräuchte man später auf jeden Fall. Ein neuer Anhänger entdeckt, oh cool. Aber kann mir mal jetzt einer sagen? Nee. Warum ich jetzt meine Fracht nicht loswerde? Ich weiß nicht, wo du bist. Deshalb, wo ich bin. Ach, jetzt habe ich das verwechselt. Nein. Was? Wieso hast du denn das Nein. verwechselt? Hast du jetzt die falsche denn gebracht? Oh, Bin ich denn hier? Die müssen ja alles unter, alles geht unter zu dem Lager. Ja, komm du mal, fahr du mal bitte. Nee. Nee? Weißt du, ich mich gerade wundere? Ich bin hier gerade bei diesem Haus von, wo man ja den Kraftstoff abgeben musste. Bin da rückwärts einen Berg hochgefahren, fahre jetzt gerade wieder runter und bin einfach nur über eine Straße gefahren, die ich nicht gesehen habe. Wo bist du denn? Bin hier irgendwo mitten im Wald. Ich versuche gerade einen Ausweg zu finden. Sieht aus, als habe ich auch gerade ihn gefunden. Ach da. Es wäre cool, mit so einem fetten LKW durch den Wald zu fahren. Oh, ist eine Pritsche mit. Bist du jetzt leer? Ja. Gut. Dann hol mal bitte Betonplatten neben den Damm beim Lager ab. Ja. Und die müssen Und zum wenn, woher bist du? Logistikzentrum. Ja. Wie oft denn? Zwei Stück. Ja. Gehen nur schlechter als das. Neuer Anhänger entdeckt. Bitch. Mann. Die denn scheiß Dinger so irgendwie. Ich kann nur Schaden überall was. Ich das Spiel mobbt mich. Erst mit meinem Auftrag. Jetzt hier nur überall Schaden. Sagt das Spiel hat irgendwas gegen mich. Oh. Oh. Oh, der Dude. Oh, ist kein schönes Wort. Nee, aber den Anhänger hole ich jetzt nicht mit hoch hier. Ist mir. Ich habe noch eine Weltreise vor mir. Wieso? Da muss man auf die Karte kicken.
Kann gerade nicht, ich bin so schön bei der Fahrt, erzähl. Das ist so schön, wenn du mir erklären möchtest, wo du hinfährst. Erstmal wieder aus dem Steinbruch raus. Ja, okay. Dann musst du oben zum anderen Portal oder wie? Genau. Das ist doch cool. Kannst es ja auch gleich entdecken, aber ich weiß nicht, ob man denn gleich auch hinreisen kann. Das werde ich dann gleich ausprobieren. Ja. Kann ich mir im Anhänger-Shop einen Anhänger kaufen? Ich möchte ja nicht zweimal fahren, ich möchte ja bloß einmal fahren. Wie meinst du das? Natürlich kannst du kaufen. Ja. Gut, von deinem Geld aber. Von meinem Geld? Was willst du denn jetzt für einen Anhänger kaufen? Wir stehen hier noch rum. Nicht in der Nähe, leider. Wie nicht in der Nähe? Wenn ich jetzt Betonplatten holen muss und zweimal zum Logistikzentrum muss. Ich habe Wie nur da? eine Betonplatte hinten, wenn ich auf die Ja, Pritsche das geht doch kriege. ratzifatzi. Fahr ich jetzt zweimal. Das ist doof. Ja, fahr mal zweimal, dauert, bin eh noch nicht so weit. Ich weiß ja nicht, ob mein LKW mitmachen möchte. Ging ja auf den Level. Das war ja wieder eine Sache, eine Nummer mit XL. Na, 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 na. Nicht umkippen hier. Wow. Hast du was Falsches dahin geliefert oder wie? Nee, da kriegst du das mal. Gut. Gut. Ja. So, ich muss mich schon wieder bergen lassen. Warum denn das? Na, warum Hätte ich dir wohl? nicht helfen können? Nee, das ist so eng da gewesen. Ist das du jetzt beschlossen hast? Ja, bin ja selber da schon so. Betonplatten, ja? Okay. Kann jetzt nur ein Spaß werden. Und fahr mir nicht wieder ins Auto, ja? Ich komm dir entgegen. Nee, kann ich mir nicht mehr leisten. Sonst explodiert mein Auto, glaube ich, bald. Was hast du denn schon wieder gemacht? Ich bin durch den Wald gefahren. Immer noch, da kriegt man auch mal so den einen oder anderen Schaden, unfreiwillig. Okay. Aber das müsstest du ja. Ach nee, das verstehst du nicht, weil du fährst ja immer Straße. Ey, kriegt bloß immer Federschaden. Fahrwerk. Lederschaden habe ich, also. Meinen Schaden kann ich dir mal beschreiben, wie er da geht. Ich habe 5 von 6 Reifen angeblich. Habe 23 Punkte beim Motor verloren. Knapp 100, knapp 140 beim Motor. Beim Tank habe ich 23 verloren. Weil bei Getriebe und bei Federung knapp 180. Okay. Ordentlich, ne? Und warte, warte mal kurz. Das ist auch nicht. Welche Aufgabe ist denn das hier? Welche, die wir Ganz jetzt gerade ehrlich. machen? Ja.
Immer noch Materialbestellung. Gut. So, jetzt mache ich erstmal eine andere Aufgabe. Dave. Wieso, du musst doch noch Beton fahren einmal? Ja, aber bei Arbeit für echte Kerle Lieferung zum Steinbruch. Einmal eine Betonplatte und zweimal Ersatzteile. Da ich Ersatzteile hier gleich bekomme, mache ich das gleich mit. Ach nee, die musst du mir bitte mal freigeben. Warte. Was möchtest du haben? Arbeit für echte Kerle. Danke. Cool wäre, wenn du noch einen zweiten LKW draußen hättest, bei dem man einfach mal tanken kann. Ja. Aber wir haben drüben, glaube ich, noch einen Tankanhänger an der Bohrinsel zu stehen. Was soll mich jetzt sagen? Dass wir uns den irgendwann mal holen könnten. Ja, das stimmt. Die könnten jetzt auch einen Spritanhänger kaufen können. Theoretisch. Mache ich aber nicht. Und ja, sollten wir vielleicht mal wirklich machen. Das ist wirklich wahrscheinlich eine coole Idee. Aber wenn du jetzt eh zum Steinbruch runtergefahren bist, hätte man vorher gewusst, hättest du mal eben eine Betonplatte mitnehmen können. Ich war doch drauf, ich hab doch Ware drauf. Eigentlich hätte ich gar nicht runterfahren müssen. Was hast du denn für Ware drauf? Na, Metall. Warum bist du denn runtergefahren? Weil ich dachte, ich musste da runter liefern. Aber dabei ist das ja die Ja, aber Abholestelle. die Ware liegt doch sozusagen jetzt aber da unten in der im Dreck oder wie? Ja, nein, die Ware ist schon wieder aufgesammelt. Aber die lag dort unten. Nee, nicht ganz unten. Bin hier diese Brocken. Es. Okay. So, liebe Leute, wie ihr Pass seht, auf hier. ja, gut, es ist ja auch schon ein bisschen später. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt heute mal hier unsere schöne Folge. Ich schicke euch noch den Screenshot. Vielleicht habt ihr irgendeine Meinung dazu. Ich werde jetzt irgendwie, ja, wir machen jetzt Feierabend. Schönen Dank fürs Zuschauen, Cossi. Ja, Schön, bitte, dass ich du habe wieder gerne dabei bist. zugeschaut. Ja. Wenn euch irgendwas einfällt, Tipps, Tricks, einfach reinschreiben in die Kommentare und dann sag mal, Cossi, tschüssi. Mach's Und liebe gut. Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.